Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Okay, dann sehen wir uns draußen. Ja. Gehen wir schon raus? Ja, die Schlüssel? Handy, was, Tesla. Was, Handy Tesla. Hey, kalt, aber, ne? Hey, Hugo. Ja. Ich setze den Kochring auf, ich fick durch. Ey, wollt ihr schreiben, was ihr wollt? Ja, okay. Aber hier ist Eis, Bro. Wow. Wir fahren insgesamt 40 Minuten. Echt? Was? Hin und zurück aber, ne? Ja. Okay. Echt jetzt? 18 hin, 18 zurück. Kannst du lange mal meinen Fit checken, Bro? Okay, das ist perfekte Mucke. Hoodie, Asos, Basics, Nike Jogger, aber ganz, ganz wichtig, die Croc Slippers mit All-Wheel Drive engaged hinten. Ganz geil, ehrlich, ja. Wenn das kein 10 von 10 Fit ist. Sollen wir schon mal rein, runter? Digga, wie laut. Die armen Nachbarn, Digga, die armen Nachbarn. Was denken die Nachbarn, Bro? Bro, das Licht, also die hören das alles gut geholfen, Alter. Ey, Hugo, mach noch mal. Ey, Hugo, ich hab schlechte Neuigkeiten für deinen Scheißbären auf dem Rücksitz. Den muss ich leider verpissen jetzt. Ey, was machen wir mit dem Wichser hier? Ey, lass den! Schmeiß ihn raus! Ey, Hugo, ich hab vom Ding her eine Frage, ja? Ja. Du hast ja jetzt ein Samsung, ne? Genau. Warum genau ist jetzt hier dieses Ladekabel? Für meine Freunde, die ein iPhone benutzen. Ah, okay, korrekt. Guter Gastgeber. Hugo, fahr einfach los. Oh, hallo, ich bin... Boah, ist eng hier hinten. Ich dachte nicht, dass ein Tesla so eng ja, ist. Ja, natürlich ist er. Ja, aber... Also, vergleich mal mit dem EQB ein bisschen. Bruder, ich musste gerade den Anschnaller losmachen, weil der verkackte Bär da... Weil der angeschnallt war und ich habe mich gerade gewundert, warum bin ich schon angeschnallt. Hey Hugo, warte mit losfahren. Der Anschnaller ist irgendwie weg. Ey, hatet man nicht jetzt. Tesla wird immer mit einem Anschnaller weniger geliefert, als es Sitz hat. Wegen Kosten. Mit einem Anschnaller weniger. Die Spaltmaße beim Anschnaller sind so groß, dass er gar nicht mehr ins Auto eingebaut wurde. Ja, der ist einfach ruhig, der ruhig, 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 ruhig. Ruhig. Seid alle ruhig. Roadrunner, Baby, ich bin gleich bei dir. Wo gehen wir hin? Make es! Buha! Goosebumps! Aber nicht einmal direkt. Chula! Chula! Setze nur die auf, ich lasse sie nach! Yeah, yeah! Airbus in meinem Ohrenloch! Unicorn, hätte ich wieder wach! Wieder wach! Ich lasse mich zu ihr! Uni auf! Ich lasse sie nach! Sie da! Er putzt in meinem Mund und ich komm und den Bullycall hält mich wieder was, wieder was! Hugo wird auf jeden Fall einen Unfall bauen, Bro. Der muss sich konzentrieren, der Arme. Ey, Richard, ich sag euch ehrlich, ich glaube, das wird eine Fahrt, wo wir sterben. Ja. Aber der hat schon so okay. Viele Ecken in seinem Auto. Ey, aber ich sag ehrlich, ich finde, auf dem Weg zu dem McFlurry zu sterben ist okay. Ja, wenn ich mit euch jetzt drauf gehe zu McFlurry, Bro, Real Talk ist okay. Geht Schlimmeres. Was ist schlimmer? Keine Ahnung, alleine auf dem Weg zu McFlurry zum Beispiel. Oder alleine auf dem Weg zu einem Nicht-McFlurry? Alleine auf dem Weg zum Arbeitsamt, sich arbeitslos melden. Ja, ja, so Real Talk fände ich jetzt schlimmer als das. Ja. Find's schon schön, gerade mit euch. Alleine in Madeira zum Beispiel. Alleine in Madeira, wenn man die Steuervorteile fake hinzieht. Nein, ich will echt hinziehen, echt hinziehen. Aber ehrlich sind, wissen wir alle, dass ich da hingehe für die Steuern, aber ihr müsst das nicht so oft erwähnen. Hikers Club, er hat den Hikers Club gebaut. Hikers Club. Okay, wir halten die Fresse. Bro ist OOC gegangen gerade. Nein, aber da ist ja auch Simon Unge, Toni, das ist ja schön. Ja, natürlich ja, doch. Klar. Die sind da auch alle, weil es so schönes Wetter ist. Ich meine, man muss fair sein, du musst es auf jeden Fall umziehen aus Luxemburg, Bro. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Also du musst es auf jeden Fall aus Luxemburg, in meiner Opinion, raus, weil es kann... Sorry, ich habe immer noch verschluckt von vorher. Nee, nicht schlimm. weil du musst auf jeden Fall irgendwo hin, wo du auch Essen bestellen kannst. Bro, das kann nicht sein, dass du nach 3 Stunden offline musst, weil du zum Döner fährst. Ja, stimmt, hat er recht. Ja, man lieber bestellen dann. Wow! Wow! Wow, Bro! Ey, was war da gerade los? Was war da gerade los? Bro! Das war knapp. Hugo, war das dein Fehler? Hugo, bitte konzentrier dich auf die Straße. Hugo, bist du eingeschlafen, Bro? Fuck. Hugo ist so ein bisschen auf die Gegenfahrbahn gekommen gerade. Digga, bitte konzentrier dich, Bro. Ich hab aufs Handy geguckt, auf einmal macht er das. Ja. Bro. Sorry, sagt er. Alter, sind alle... Ich bin aber ehrlich, der Typ hat auch nicht geguckt, ne? Sind alle angeschnallt? Ja. Oh mein Gott. Exakt, ehrlich, das hilft uns im Fall auch nicht mehr. Bro, der Tesla, der verbrennt doch bestimmt einfach die scheiß E-Autos wieder, ne? Wenn wir Unfall bauen, verbrennen wir alle hier drin, weil die Batterie explodiert. Ja, for real, ne? Nein, mit dem Diesel würde das nicht passieren. Wir kotzen alle, oh, oh, oh. Bier und Wein, ich bin dabei.
Was dem hier fehlt, den Tester, ist sowas zum Festhalten hier. Ist Sound ja, immer noch hart. Bei Fahrern wie Hugo. Mir wird Loki schon schlecht. Ja, mir ist auch schon schlecht. Ey, jetzt übertreibt ihr euch. Mir ist auch richtig. Ey, könnt ihr auch ein bisschen Fenster aufmachen? Ja, wie? Ich weiß nicht wie. Oder, also. Ich finde es okay, dass du Tesla hatest, okay? Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du nicht wusstest, wie das Fenster runtergeht. Also, das ist wirklich so. Mein Maß vom Fenster, ich war so groß, ich habe erstmal daneben gelangt, dass die ganze Zeit schon offen gewesen ist. Erstmal 20 Minuten fahren, um zu hören, dass die Eismaschine kaputt ist. Die Eismaschine wird nicht kaputt sein, Chad. Boah, imagine. Nein. Kannst du kurz bitte das mit dem blauen Cover rechts mit dem Auto drauf, Bruder? Ja, Mann. Ich weiß nicht, Hugo fährt irgendwie jeden Tag. Hey, Hugo ist eins vor gegen. Krass, Mann. Hey, Miguel, mach die Musik, Bro. Du musst nur fahren. Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja. Du warst eins vor Gegenspur gerade. Und wir sitzen in einem Auto, das quasi ein Fahrt. Das Auto könnte alleine fahren und du schaffst es trotzdem in den Gegenverkehr zu fahren. Und das ist krass. Wir sitzen hier in einer lebenden Bombe quasi. Bro, in Amerika fährt dieses. Wir sind die Bombe. In Amerika fährt dieses Auto alleine, Bro. Und du schaffst es, das Auto in die Gegenspur zu lenken. Und das ist krass. Bro, ich bin ganz normal gefahren, du Kleiner. Steig aus. Wie soll ich bei 60 km/h aussteigen? Mach, zeig's mir. Aber irgendwie schaffst du es auch, wenn wir geradeaus fahren, so Kurven zu fahren. Digga, ihr trollt. Irgendwie so zickzack fährst du gerade Strecken. Ich fährst du nach Hause. Ja, du fährst echt solide, Hugo. Du hast es halt einmal fast umgebracht, aber ja, das ist vergessen wir einfach. Das war ein Ausrutscher. Ja, der Ausrutscher in die Gegenwart. Oder wenn du vor Gericht stehst, weil du uns ermordet hast, sag bitte nicht Ausrutscher wenigstens. Bro, Ausrutscher ist keine Ahnung, wenn du aus Versehen, keine Ahnung, Tesla und wenn du aus Versehen den Scheibenwischer falsch anmachst, genau. Bro, das ist ein Ausrutscher. Das war versuchter Mord. Bruder. Ey, ich will nicht sterben an dem Tag, an dem ich einen 360 geschafft habe, Bro. Ab morgen ist okay, aber heute nicht. Aber heute geht die vielleicht Tube. Nein, Bro. Bro, eigentlich musst du heute. Das ist das Schönste, was du erlebt hast, ist vorbei. Okay, Bruder, chill. Chill. Oh, du hast gejinxt, Bro. Ich bin auch noch 27. Wie alt bist du? Ich bin schon durch, Bro. Ich bin schon durch. Digga, Legends never die. Meine Frisur ist gestorben. Das zählt das? Ja. Wie das Frisur ist, Club 27. Wie das Frisur ist im 27 Club aufs hier gegangen, Bruder. Kylie Jenner macht den Schluss mit Travis Scott und ich muss mich jetzt konzentrieren. So corny for you thought. Ja, ey, mach entspannt, Bruder, nicht, dass du wieder in den Gegenverkehr reinrasselst. Mann, du scheiß Wichser. Moneyboy Rap-Up im Gegenverkehr. Bruder, stell dir vor, Alter, da sind 5 Leute im Auto tot und es läuft Rap-Up 2.19. Ey, du birgst gerade so ein Auto und es läuft, was ist der 27 Club? Er ist mit 21 gedeiht. Ja, Rap, Alter. Scheiße. Huh? Wo ist der? Versteckt, Alter. Ja, der ist wirklich ein bisschen versteckt. Ah, hier. Aber wie komme ich da rein? Da. Im Drive-In? Ja, oder? Ja. Ich nehme Smarties. Habt ihr die Bestellung? Was? Ja. Habt ihr die? Ja. Mach mal bitte Fenster auf, Bruder. Hier ist so warm. Ich habe diese fette Jacke auszusehen angezogen. Auszusehen. Geht nicht noch tiefer. Da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Bruder, hä? Warum geht das nicht runter? Ja, die haben sich ein bisschen verkalkuliert, Alter. Das kann schon mal passieren. Ja, der sagt, Spaltmaß 10 cm ist in Ordnung. Guck mal, hier, da oben passiert, Alter. Passt schon, die Leute kaufen die Scheiße. Ja. Du. Mach mal coole Werbespots, hey, Leute. Mach mal den Modus an, wo die Lichter an- und ausgehen. Bro, Wieland ist so Tesla-Hater, das ist krank. Aber dafür geht Fenster nicht ganz runter. Ist das geil. Du kleiner Bastard, Digga. Die beste Line auf dem Song ist immer noch: Er wurde auf offener Straße erschießt. Geil. Ich finde auch den Reim geil. Ich werde lieber mit einer illegalen Gun erwischt, bevor mich irgendein Mann erschießt. Das ist doch so random. Hugo macht gerade mit seinem Baby. Das Ding ist, Hugo macht nicht mit dem Bären rum, Hugo macht mit der Baby-Version von dem Bären rum. Und der steht das. Wow, das ist Jungs im Rüsselschirm, Bro. Okay, Bro. Digga, ich mach mit dem nicht rum, hallo. Ich hab hallo, das war, ich hab hallo gesagt. Was denkst du denn, Wichs oder was? Ich hab nichts gemacht gerade. Ich hab nur so hallo gesagt. Oh mein Gott. Was denn, als die Kamera nicht da war, hast du ihn geküsst, Bro? Nein, ich hab gerochen. Ich hab Kuchen. Was riecht der? Kamm. Ja, ich riecht einfach nach Schwanz, Alter. Boah, der riecht krass nach Arsch, Mann. Ey, der riecht voll cool. Nee, der riecht gut, ja. Ist das das Kind von Willi? Von mir und Vivi, ja. Boah, das ist krank. Oh. Wirklich? Das ist krank geschafft. Aber müsst ihr da nicht irgendwelche menschlichen Eigenschaften auch haben? Ey, bestell mal. Nee.
bestell immer beim Drive-In normal und dann, wenn du bezahlst, dann halt man nur, dann duck dich mal so und halt nur den Burger. Ja, das ist geil, das ist krass, kommt böse. Und aber mit so, der, mit so deinem Handy, mit Apple. Du sollst mich ducken, Bro. Mit so Android Pay oder wie es heißt, Google Pay. Und wenn du damit rede über diese Sprachfunktion von Tesla. Was soll ich machen? Ich soll... Du versteckst dich, hältst du den Bär raus so? Und redest mit der Sprachausgabe von Tesla. Boah, ist das geil. Nein, Bro, mach Fenster nicht runter. Benutzt das Megafon vom Tesla zum Bestellen. Mach dieses Megafon vom Tesla. Muss das Fenster hoch machen, ne? Jo, mach das Megafon, Bro. Soll ich machen? Ja. Mach die Sätze, ich fix das. Mach mal Megafon. Mann. Für Content. Das Ding ist, ich hab bei sowas immer Angst, dass die so eine Shotgun haben und mir die Fresse Shotgun. Nicht in der Schweiz, Bruder, nicht in der Schweiz. Nicht bei McDonalds auch einfach, Digga. Was sind die für M&M's hier? Smarties, würde ich auch mit, haben. Ich will mit M&M's haben. Haben die gar nicht Smarties? M&M's haben die. Der Smartie ist doch M&M's. Ist auch M&M's. Nein. M&M's sind die besseren Smarties. Nein. M&M's nee. Sind besser als Smarties. Smarties sind die besseren Smarties. Was? M&M's sind die besseren M&M's. Von dieser Smartie-Form ist Smartie besser wie M&M. Ja. Nein. Oh. Safe. 100%. Nein. Safe. Doch, ich glaube, die reden gerade die Wahrheit. Ich bin auf Seite von Hugo und auf Wieland anscheinend auch. Ja. Ey, unser Chili con Carne sah genauso aus wie da auf dem Bild, ne? Es ist 1:1 so gewesen mit der Frischcreme und so. Man könnte meinen, wir hätten das Rezept so gekocht, wie es da stand, wa? Ja, Bro, noch nie ein Rezept gekocht, was dann anders aussah, oder was? Leckeier. Komm her, mein Vater. Leckeier ist so hart. Wieland. Ja, was denn? Ganz kurz, kann deine Thermoflasche, ja, wenn man hier drauf drückt, die Gradanzahl. Kann die gleichzeitig Elon Musk Schwanz simulieren, damit ich mir noch in den Rachen schieben kann? Nein, kann ich nicht, Alter. Digga, aber das finde ich frech, dass sie nur Dame haben, M&M's und Ragusa. Damn. Look at the bacon. Damn, Daniel. Back at it again with the white vans. Das ist so krank, das ist alles so Hugo, krank. Dass du feurig bist und dass du gerade ein Auto fährst, ist kranke Scheiße, Bro. Wollen wir... Zeig mal. Ich will mal anschauen, bitte. Nur mal anschauen. Was? Kurz. Nein, du, nein. Bitte, ich will nur anschauen. Bro, der ist 2, ne? Ich sag's dir. Ja. Guck mal, stell dir mal vor, wir nehmen den und verbrennen ihn einfach. Nein. Wir machen diese Feuerschale draußen an und werfen ihn einfach rein. Das wird hier könnt ihr gucken. Es gibt Ragusa, M&M's und Dell. Was genau ist Ragusa, Bro? Ja, jeder wird M&M nehmen. Ja, M&M ist auch goated, Bro. Also, das ist wie ey, ganz kurz, gibt es bei uns auch verschiedene... Ey, Bruder, red doch mit dir. Wo fährst du hin? Fahr mal zurück, Digga. Hallo? Unser Fahrer ist minderjährig, sorry. wie viel jetzt? Ein M&M Karamell. Ein M&M Eiskaramell? Sag mir McFlurry dazu. Bitte? Was meinen Sie? McFlurry M&M's? McFlurry M&M's Karamell, ja. Wollen Sie es einmal oder? Einmal. Karamell. Ja, was ist? Ein mit Smarties ohne Soße. Auf einmal sind Smarties keine M&M's mehr. Die haben geschrieben Dime. Was ist Dime nochmal? Dime? Nee, ganz kurz. Wer von euch will nur M&M ohne nichts? Ich auch. Eins, ich will zwei, auch M&M. Drei, M&M. Vier, fünf. Ja. Sechs. Sag sechs so, McFlurry M&M's. Sechsmal McFlurry M&M's ohne Soße. Sechsmal, ja. Vivi. Ey, einer muss Dame bestellen und du musst es so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Will lieber Dame. Okay. Ein Smarty Schoko. Ja, eins mit Karamellsoße und sechs ohne. Genau. Okay, und dann ein M&M Eis mit Schoko. Ja, soll ich das Dame bestellen oder was? Und noch eins mit Dime. Nein, wirklich mit Dame. Oh mein Gott. Dame Karamell. Haben Sie eingeloggt? Digga, auf einmal Günther Jauch, Digga. Auf einmal Günther Jauch. Wer mit Millionär? Wollen Sie den 50-50 haben? Eins mit Karamell, eins mit Schokolade und sechs mit normal. Wir brauchen insgesamt 9. Haben wir schon 9? Ja. Okay, und dann noch ein McFlurry mit Dame. Mit Dame? Ja. Ist das krank? Ich will mich nicht zeigen mit dem, bitte. Ja, 9 reicht, 9 perfekt. Hugo, ich will noch eine kleine Pommes. Nein, willst du nicht. Eine kleine Cola. Okay, danke. Ey, wer bezahlt? Danke, ich hab kein Handy dabei. Ich hab auch kein Handy dabei, also nicht, wo irgendwas drauf ist, wird bezahlen. Ich glaube, das ist genau die Konversation, auf die man kurz vor Ladenschluss nochmal richtig Bock hat. Dass einfach ja, neue McFlurries bestellt. Irgendwer muss mir irgendwas geben zu bezahlen. Du musst zahlen jetzt. Oder warte, vielleicht habe ich Bargeld. Ich bezahle. Boah, danke. Gehst du Apple Pay? Ja. Aber warum hast du gerade den Bär da durch das Lenkrad durchgefistet?
So, weil das cool ist. Ja, soll ich das mit dem bezahlen? Ja. Soll ich hier das Handy so halten? Ja, genau, ja. Mann, Digga. Aber ich glaube, die nehmen das mit Humor, glaube ich. Ja, Hugo, hast du das Dime nicht mit Karamell bestellt? Ey, ganz kurz, Hugo, wir haben hier... Gott. Soll es mit Karamell? Soll mit Karamell, ja. Scheiße. Ihr seid noch jetzt gleich, da freut er sich mega drauf, wenn du jetzt nochmal was changed. Und Halleluja. Und Halleluja. Deutsch, was? Deutsche Kendrick Lamar, Digga. Halleluja. Cool. Halleluja. Bist du jemand, der nicht Halleluja sagen kann? Sagst du Halleluja immer? Halleluja. Halleluja. Oh, das war richtig. Ja. Halleluja. 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 Ey, ich brauch dein Handy. Ey, Wieland, guck mal. Drück mal hier drauf. Zeig uns so einen Haken rausgefahren. Ja, aber das ist doch bei voll viel raus. Das ist doch bei voll ja, viel ja, raus. Und da kannst du dich dran festhalten. Nein, dann kannst du dich dran aufhängen, wenn du kein Bock auf das scheiß Auto hast. In-game. Ey, Wieland, da will ich das kennen, deinen Haken abreißen, bevor du stirbst. Da könnte sich niemand erhängen dran, wa? Ist das krank. Machst du es mit dem Bär? Gibst du das Handy mit dem Bär? Ey, Bro, der Typ von McDrive, der ist auch ein Zuschauer, oder? Ja, er macht mit Bär. Macht er mit dem Bären? Er macht mit Bär. Oh nein. Oh mein Gott. Bist du jetzt den Bären und der bezahlt jetzt? Den kannst du ja gar nicht mehr shoppen. Der hat nochmal gewunken. Der Bär gewunken. Der hat nochmal gewunken. Danke. Und wegen dem McFlurry Dane kann man da. Kann man da Karamellsoße noch reinmachen? Also ich hab bestellt Dame. Ja. Und kann man da noch Karamell rein? Dame! Man frisst mit Karamell? Ja, genau. Aber ich hab einmal McFlurry mit Dame. Okay. Und da ist ohne Karamell, aber kann man das noch ändern mit Karamell? Ja. Ach so, das kostet mehr. Ja, dann egal. Ja, dann ist egal. Ey, der sagt Tschüss. Bruder, wir haben unsere McFlurries doch gar nicht. Gott, ist das so lange. Wir haben unsere McFlurries doch gar nicht, Digga. Die werden uns so reinspucken in die McFlurries, Alter. Ist das krank. Ich find's geil, dass ich aus Joke gesagt habe, du sollst es so Damn-mäßig sagen. Und jetzt kam die, jetzt musstest du so 6-mal Damn sagen, Alter. Ich weiß nicht mal, wie du das ausspricht. War gut. Ich kann nur Damn. 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 Wir haben einen McFlurry mit Damn bestellt. Scheiße. Ist das krank. Wer hätte gedacht, dass der größte Content heute ist, dass wir uns McFlurry holen bei McDrive. Ey, ich bin gefragt, dann ist er nicht gesagt, dass es das ist. Alter, Halleluja. Alter, Halleluja. Digga, deutsche Money Trees, wirklich. Das ist krass. Guck, Chat, der sagt euch Hallo. Wie zur Hölle ist Hugo eigentlich überlebensfähig? Wissen wir auch nicht, Bro. Hugo, hör zu. Wenn die Person vor uns ihr Essen bekommen haben, will ich, dass du über Lautsprecher sagst, guten Appetit. Das musst du machen. Mach das. Leute, lasst euch schmecken. Wir müssen jetzt alle aber leise sein. BMW, ich dachte, der BMW vor mir, guten Appetit. Ja. Erst wenn ich das Essen bekomme, wenn durch diese Luke da hinten das Essen kommt, dann musst du das machen. Aber vielleicht siehst du auch was und sagst so, oh, sehr gute Wahl, McRib heute. Da hat jemand noch Hunger nach der Arbeit. Oder ich dieses Megafon hätte, ich mir die ganze Zeit nur mit den Leuten reden drauf. Digga, du musst aber wirklich sagen, der BMW vor uns guten Appetit. Sobald wir sehen, dass das kommt, müssen wir die Fresse halten. Wo kommt denn das Essen? Das Essen dauert überlange. Wir timen das gut. Halleluja. Halleluja. Das Lustige ist, keins der Worte in diesem Text ist überhaupt Halleluja. Bro, was war das, Digga? Das war so ein Hip-Hop-Tanzmove. Doch, echt ist da Halleluja. Oh, ich glaube, es könnte gleich kommen. Wo hast du den Typ Kellner gesagt? Ja. Jetzt. BMW vor mir, guten Appetit. Das ist unangenehm. Ja, du, sag nochmal. Sag gute Fahrt. Der Fenster sag gute Fahrt, sag gute Fahrt. Fenster zu, Jungs. Jetzt hat der Fenster zu. Scheiße. Ey, wenn wir wegfahren gleich mit unseren McFlurries, mach so Ciao. Hallo. Hier, warte, bleib, warte. Ach so, wo? Hier links, hier.
Jetzt mach hoch und sag Ciao. Bis gleich, wir freuen uns. Okay. Mach hoch und sag wir Ciao. Nein, mit dem Megafon. Mach hoch und sag wir freuen uns über die Chloe. Ich muss es dann kurz anhalten. Wir freuen uns über die Megafon. Fahr einfach. Fahr los einfach. Hugo, stell dich auf den Parkplatz. Hey, guck mal! Der guckt Stream! Ja, er guckt Stream. Oh mein Gott, ist das dumm. Ey, was geht ab? Hallo? Was? Ja. War jetzt noch hinten? Ist das scheiße. Easy, Bruder. Ey, schon einmal. Alles gut, Mann. So, ich wurde einfach überkommen. Ja. Ey, Hugo. Ja? Wenn wir so 3 Sekunden da stehen, machen wir mit Megafon bitte. Hallo, wir warten auf McFlurries. Weil das ist doch alles in dieser tiefen Stimme, wenn du redest. Das ist so, ja. Hallo. Ey, sag mal gleich, die 2 Leute mit dem E-Roller, schönen Abend noch, weil die fallen mit dem E-Roller weg. Die 2 Leute mit dem E-Roller, tschüss! Das ist so unangenehm. Ich hoffe. Endlich wird diese Scheißfunktion mal gut benutzt. Ist das kacke. Und jetzt machen wir Lichtershow noch. Wir können romantisch jetzt sein. Boah, der Stuhl fährt sich zurück auch. Ja, auf Chili-Basis. Chili-Basis. Ey, kannst du bei Dominik rechts hinten den Furz machen? Oh ja! Werden die uns gebracht, die McDonald's? Ey, was furzt du? Sorry, Jungs, sorry. Ey, was furzt du? Oh. Ey, sorry, Mann, ich bin in der Fötusstelle. Oh, ey, jetzt chill mal ein bisschen, okay? Boah, Digga, chill mal bitte, okay? Ich achte mein Leben. Nochmal jetzt verwidernd. Wie denn sag mir jetzt, wenn du den Sound hörst gerade, ja? Ja. Wie findest du jetzt Tesla? Ich finde Tesla richtig geil jetzt. Also ja. Wirklich richtig geil. Ey, kannst du aber. Ey, Bro. Kannst du verschiedene Fürze da einstellen? Ja. Mach mal nach. Hosen zerreißen, Falken Heavy von Sinn und Furz, Neuras Stink, Fürzchen, Furz. Warte, wie hast du es genannt? Fürzchen. Meinst du nicht, das heißt Fürzchen einfach? Furz verifiziert? Ey, guck mal, da ist sogar ein Haken. Den mach nochmal. Ist das krass. Ich kann meinen Tesla einen neuen Skin geben auch. Das ist krass, Alter. Ja. Dafür kann das Auto halt nicht geradeaus fahren. muss man sich halt entscheiden. Aber du kannst einen aus 1000 Farben auswählen, um auf deinem Display zu erscheinen. Hier muss man sich halt entscheiden, Junge. Ist das alles kacke, Mann. Denk, was ist jetzt? Post jetzt ein Beat. Ja. Und das ist crazy. Mach mal laut. Bau mal einen fetten Beat. Hey, das ist cool. Das ist wirklich ganz lässig. Okay, das ist cool. Yo! Oh. Oh mein Gott, der ist so arsch jetzt schon. Okay. Yo. Oh shit, was geht denn so? Nee, das ist scheiße, mach das weg. Geht das weg? Ja. Der Beat ist unfassbar arsch, Digga, holy shit. So, mach Music. Oh, okay, hopp drauf. Gibt's denn hier den Tessa? Habe aber ein Messer. Messer. Habe Baby Bibi, habe aber Pipi, oh. Gänsehaut. Nein. Mach den Beat um schneller, geh ab, mach den Beat, mach den Beat, Beat, Beat für mich schneller. Stopp. Oh nein, du hast kaputt gemacht. Hat sie es aufgehängt? Okay, die Flurries grenade, oder? Ja, unsere Flurries genommen. Das sind nicht unsere Flurries. Mann, der einfach bei McDonald's eingekauft hat. Ach, ey, mach mal mit Megafon, sag mal, hey, sie nehmen gerade unsere McFlurries weg. Einfach nur her mit den McFlurries. Sag einfach schnell, nur. Schnell. Ey, der Herr mit den McFlurries, sie nehmen unsere McFlurries weg. Ich bin nicht da. Geht da rein jetzt. Oh nein, er kommt. Das war. Du musst deine Scheibe abgedunkelt. Mach die Fenster auf. Shit, das steht da hinten. Nein. Oh mein Gott. Okay, er ist weg. Digga, ich mach das nie wieder.
gerade McFlurry-Maschine repariert, aber wegen euch mache ich sie wieder absichtlich kaputt. Bro, das wäre krass gewesen, wenn wir jetzt hierher gefahren, die hätten uns gesagt, Eismaschine kaputt. Bruder, also ich will wirklich nicht nerven, aber das ist doch nur Eis, was die machen. Ich verstehe auch nicht, was jetzt neue McFlurry so lange dauert. Hä, was guckst du jetzt Twitch, Bro? Basti. Könnte man hier wirklich auch zocken, Bro? So, mach mal laut, ich will Basti hören. Basti! Basti, Basti! Ich hab's mal. Ey, lass mal so lange gucken, bis er den Stream hier guckt. Ja, das wäre lustig. Ey, Basti, mach den Stream auf. Bitte. Ey, sein Chat wird richtig cool jetzt sein. Ja, das muss eingefügt werden. Ich will wieder so ein Item haben. Bitte, Basti. Ja, warte. Oh mein Gott. Oh, er macht. Hallo, Basti. Hallo. Basti, hallo. Hallo, Basti. Basti, hallo. Hallo, Basti. Hallo, Basti. Da sind wir. Ich bin noch da. Da sind wir. Hallo. Basti, hallo. Hallo, Basti. Hallo. Basti, wir lieben dich. Wir vermissen dich auch. Küsse zu dir. Boah, Resub. Ist das scheiße. Oh, wann seid ihr endlich wieder zurück? Ich hab Sehnsucht nach euch. Und jetzt? Ja, jetzt mal wieder aus. Ja, aus. Ja, schnell. Lass jetzt Chef Strobel gucken oder so. Nee, bitte nicht, Digga. Das war Spaß. Oh mein Gott, er war ehrlich abgefuckt. Das war OOC gerade. Ja. Oder, also versteh mich nicht falsch, aber wir müssen einfach einen neuen Eis abfüllen in einen Plastikbecher. Beach Buggy Racing 2. Ich fahr jetzt. Oh, mit Lenkrad. Okay, das ist auch cool. Ja, Retalk, ich muss sagen, das ist Retalk. Findest du? Ja, nee, weißt du, was an dem Spiel nicht cool ist und was Tesla eigentlich scheiße macht? Hä? Aber die müssen das, glaube ich, machen. Die Reifen bewegen sich mit. Die werden die ganze Zeit abgenutzt, wenn ich das spiele. Achso, ja, klar, ja. Safe. Aber das müssen die, glaube ich, machen. Ja, das ist ja eine direkte Lenkung, oder? Guck doch, Cybertruck, der ist neu. Der wurde geupdatet. Cybertruck ist echt auch ein geiles Auto. Das Scheiße. Ich hätte Arsch, ne? Dafür würde ich gerne 10.000 Euro bezahlen jetzt. Ich find's krass, dass der Typ gerade fast in die Gegenfahrbahn gefahren wäre. Boah, ich kann nicht gerade fahren. Jetzt. Oh, liebe Flurries. Hugo, mach aus. McFlurry. Ja, wow. Ich nehme den gegen durch das halbe Fenster. Alter, das ist eine Pyramide. Dankeschön, schönen Abend noch. Danke, schönen Abend. Tschüss. So, jetzt aber schnell zurück, Hugo. Ohne uns umzubringen, bitte. Ich werde trotzdem einen Löffel nehmen. Dann merkt ihr, was dein zusammen ist. Okay? Vor der Community. Ja? Ist das so okay? Ey, Digga! Alter! Boah, mach weg die Arme. Oder ich glaube, die ist tot schon. Ich glaube, die ist schon tot, Bro. Hier, nimmt sie mit zu euch. Ich versteck sie. Die ist ein bisschen lastig. Ich werde sie auf gar keinen Fall irgendwie. Was? Nichts. Ihr wehtun. Oder okay. Kennt ihr diese TikToks, wo so jemand so richtig viel Wasser hinten auf dem Rücksitz hat? Und das dann so weg, das so alles? Ja, so fühle ich mich gerade, Digga. Also Hugo, ich sag ehrlich, wenn du jetzt in die Gegenfahrbahn fährst, dann ist es nicht nur, dass wir sterben, sondern jeder von uns hat auch richtig viel McFlurry im Face. Ja. Das wäre lustig. Haltet euch fest. Wir haben Eis. Oder wir haben Eis in der Hand, Junge. Oh mein Gott. Wer isst die gerade? Nein, Bruder, aber sollen wir fliegen? Sollen wir hier im Auto schweben oder was, Digga? Wir müssen das doch festhalten. Aber mach... Wenn mit Vorwarnung kannst du nochmal. Das war alles gut, Bro. Ja, Mann. Ich check aber das mit dem, wenn wir alt sind und schrumpelig und man das dann hört und dann an die Zeiten zurückdenkt. Ja. Das ist wie in den Filmen immer. Im Wiegestuhl. Weißt du, es ist so, wie so, als wenn jetzt die Credits kommen. Dann ja, so. und das genau, das ist das, was ich gesagt habe, als wir beim Rodeln oder so waren. Weißt du, das ist so, der Song läuft und dann so, ja, und Markus geht wieder zurück nach Ohio und hat seine Frau geheiratet. Ja. Und Lisa? Lisa macht das, was sie am besten kann. Studieren. Genau, so shit. Ja. Tobi hat endlich seine kleine Fischerhütte eröffnet. Ja. Daniel und Martha haben geheiratet, haben inzwischen zwei Kinder. Und Tobi? Tobi geht nach New York. Immer so diese Stimmlage. Er macht endlich sein Studium zu Ende. Und ich? Naja, das wird die Zeit wohl zeigen. Ja. Und dann ist es so noch so ein Cliffhanger mit Teil 2. Bro. Ich habe es erstmal alles hinter mir gelassen und wohne wieder bei Onkel Joe. Das ist krank. Wie viel glaubt ihr, haben wir in die Eisbecher reingespuckt, wenn wir gesund waren? Ja, nicht viel, wa? Ich finde, mit 9 McFlurries Robbery von Juice WRLD zu pumpen, sollte illegal sein, Digga. Die sind alle geschmolzen mit Spucke, Alter. Das ist richtiges Soup, Alter. Ey, das haben wir quasi nur für euch gemacht, den Trip, Leute. Für Chat. Ja, das halt wirklich, ne? Ey, kannst du das mitnehmen hier, Hugo? Ja, ich halte beide selbst. Oh mein Gott. Soll ich nehmen? Soll ich einfach nur raus? Ja. Was machst du jetzt? Machst du das immer? Nein! Ey, das sieht aber cool aus! Das oder nicht? Cool aus. Hier, guck. So. Die sind am Chillen.
Hey, Chad, Shoutout an Hugo, er hat uns nicht umgebracht und hat uns an sich gut gefahren, bis auf den einen Ausrutscher. Bis auf den einen Upsi. Ja, der war ein bisschen der Upsi. Aber Frage an Hugo, ist Vivi schon mal fremdgegangen? Wenn nein, war das ja. Traumfrau. Was? Ja, ist sie, aber das juckt mich nicht. Wow. Weil warum? Da merkt man auch, dass es Tag 12 ist. Ja. Boah, das war krank. Ich hab grad einen Mini-Lack gehabt, Leute. Das ist glaube ich meine Arbeit. Schitomi-Bummer. Das war mein Lieblingsanschein. Ey, komm, das war, bitte klipp das mal. So, ihr könnt hier durchaus auch jetzt machen. Er macht uns die Tür auf, seid ihr dumm? Die werden nach Scheiße schmecken. Ja, das ist eher, es ist, ich würde sagen, das ist eher McSoup gerade. Ey, Hugo hat uns was umgebracht, ne? Ja. Hugo hätte fast einen McUpsi gemacht. So wie er mal so einen Gegenverkehr gefahren aus. Junge, Mann. Ey, Bruder, danke fürs Fahren, Mann. Ey, danke, dass du fünfmal gesagt hast, dass ich wie Hurensohn fahre. Das? Wir waren kurz vor einem Unfall. Was hast du genommen? Normal. Es gibt noch eins mit Dame und eins mit Dame! Ey, jetzt check mich, diese Autobahn war so lustig. Wir hatten das auch, war ein richtiger Fiebertraum. Ey, Hugo, hast du eine Mick Vollkasko? Du hast einen Flick gemacht. Du hast einen McFleck gemacht. Das war einer zu viel, Bro. Ja, der war super. Ey, hast du eigentlich einen McFoll-Casco? Den hab ich doch gerade schon gesagt. Ich weiß, aber wir wollten, red's noch nicht mehr. Ja, bitte geh hoch und ess dein Eis. Wir wollten ab und zu mal Witze recyceln von Kevin. So tun, als hätten wir nicht gehört und sagen wir die einfach. Bruder, das wollten wir, aber ich sag dir echt, das war nicht der Moment, Mann. Du wurdest so hart gefickt gerade wieder. Ja. Wow, ich hatte einen Verbündeten und jetzt habe ich keinen Verbündeten mehr. Ich habe verloren an dem Punkt, wo du den Türwitz gerade gemacht hast. Digga. Der Türwitz war stark, aber. Der war nicht schlecht. Komm, wir witzern, wir müssen, was soll ich machen?